Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Wochenlegung. Und ich würde sagen, wir starten direkt einfach wieder mit den Lenormand-Karten. Ich gucke, was diese Woche wieder eventuell wichtig werden könnte, welche Energien sehr präsent sind, wie wir die am besten für uns nutzen. Und es scheint schon etwas wild zu sein. Die Karten sind ein bisschen unbändig. Und da haben wir den Baum und den Anker, den Berg, das Schiff, die Störche und die Wolken, den Brief und den Mond. Okay. Gut, also mit dem Baum und darunter das Schiff, habe ich das Gefühl, dass irgendwo wieder Bewegung reinkommt, wo du vielleicht etwas länger schon daran gearbeitet hast, weil neben dem Baum auch der Anker liegt. Also es muss jetzt nicht unbedingt den Job betreffen, vielleicht hast du auch an einer Beziehung gearbeitet oder du hast daran gearbeitet, an deinem Wohnort irgendwie, an deinem Hausbau. Also es können jetzt unterschiedliche Sachen betreffen. Irgendwo, wo du vielleicht viel Zeit reingesteckt hast, wo du das Fundament vernünftig aufbauen wolltest und da habe ich das Gefühl, hier kommt definitiv Bewegung rein und eine positive Veränderung. Gleichzeitig haben wir am Ende aber auch die Wolken und den Berg. Und da habe ich das Gefühl, hier ist so ein bisschen, vielleicht zweifelst du ein bisschen daran, wenn jetzt irgendwo ein bisschen Bewegung reinkommt, irgendwo geht jetzt etwas in eine neue Richtung. Und das kann dazu führen, dass du dann plötzlich stehen bleibst und dich fragst, ob das wirklich jetzt richtig ist. Und die Dinge vielleicht, hier vielleicht so ein bisschen Unsicherheit hast, ein bisschen ins Denken kommst und vielleicht bestimmte Dinge nochmal hinterfragst, weil du vielleicht, sich das vielleicht doch nicht richtig anfühlt, aber ich habe das Gefühl, dass hier mit dem Mond du vielleicht ein bisschen von deinen Emotionen ein bisschen zu sehr konfrontiert wirst und das führt dazu, vielleicht werden irgendwelche Ängste getriggert, weil darüber haben wir auch die Nachricht und hier ist auch so eine unbekannte Nachricht, weil du vielleicht jetzt merkst, etwas geht vorwärts, aber du siehst noch nicht ganz, wo es hingeht und da wird dann vielleicht so ein bisschen deine Unsicherheit getriggert und die Angst, dass es vielleicht doch nicht so läuft, wie du dir das vorgestellt hast. Aber ansonsten habe ich hier gar keine negative Energie. Ich glaube, das kommt einfach nur, das ist so eine Kopfsache. Du zerdenkst Dinge vielleicht zu stark und könntest dafür sorgen, dass du dadurch so ein bisschen stagnierst und dich selbst vielleicht so ein bisschen blockierst. Von daher versuch die Dinge nicht zu sehr zu hinterfragen, so ein bisschen mehr im Flow zu sein und ja, dich darüber zu freuen, dass die Dinge jetzt wieder ein bisschen Fahrt aufnehmen, dass da wieder ein bisschen Bewegung reinkommt und jetzt nicht in die Energie kommst, dass irgendetwas vielleicht doch nicht so ist, wie du dir das vorgestellt hast oder etwas vielleicht anders läuft, als du dir das vorstellst, weil hier habe ich das Gefühl, bist du einfach vielleicht ein bisschen zu emotional und das könnte dazu führen, dass du dadurch so ein bisschen die Perspektive, die richtige Perspektive verlierst und dadurch zu sehr in deine negativen Gedanken abrutschen könntest und dir ja, das dadurch so ein bisschen schwieriger machen und dann steckst du hier im Nebel fest und siehst nicht mehr den Weg richtig. Von daher versuch da ein bisschen im Vertrauen zu sein, wenn die Dinge jetzt so ein bisschen wieder Fahrt aufnehmen, ja, go with the flow, versuche einfach loszulassen und zu schauen, wo das Schiff quasi hinfährt und ja, Vertrauen ist hier auf jeden Fall ein wichtiges Thema, weil Veränderung kann jetzt einmal den Job betreffen, aber auch so deine Heimat, da anzukommen, wo du leben möchtest, ja, so ein bisschen Stabilität. Stabilität kann natürlich auch beides betreffen, den Beruf und den Wohnort, das kann für den einen jeweils das andere sein, aber für manche auch vielleicht beides. Und ich ziehe noch was dazu. Da haben wir die Anemone. Übe dich in Ausdauer und sei kein Fähnchen im Wind. Und das passt ja ganz gut, weil hier oben haben wir ja auch den Baum mit der Geduld. Darunter zwar ja, die Bewegung, aber das Schiff ist halt auch so eine Bewegung, die eher langsam ist. Die Dinge gehen jetzt ein bisschen vorwärts, aber auch nicht jetzt besonders schnell. Und deswegen hast du dir das vielleicht ein bisschen anders vorgestellt.
wenn es jetzt hier so ein bisschen in eine Veränderung geht und vielleicht geht dir das nicht schnell genug und vielleicht eben sind das dann nämlich hier diese Gedanken, die du hast, dass irgendwas falsch ist, dass du irgendetwas ändern solltest. Aber da sagen die Karten ganz klar, bleib hier einfach im Vertrauen, lass den Dingen jetzt so ihren Lauf und versuch jetzt nicht so schnell irgendwie was anzupassen oder doch deinen Plan zu ändern, weil das könnte dazu führen, dass du dann selber dich blockierst und selber wieder auf Umwege gerätst, was gerade dann eigentlich unnötig ist. Und da haben wir noch die Balance. Und ja, wenn ich das Bild hier so sehe, geht es auch darum, und hier haben wir auch wieder die Wolken so auf der Kopfhöhe und das zeigt sich hier dreimal. Da haben wir die Wolken und hier oben ist auch, sind auch die Wolken mit so einer Kopfstatue. Ich habe das Gefühl, dass du diese Woche ein bisschen zu verkopft sein könntest. Und da ist es wichtig, hier eher auf dein Herz zu hören und eben im Vertrauen zu sein. Also das Thema Vertrauen ist hier definitiv diese Woche wichtig. Und manchmal können wir halt noch nicht absehen, wie sich bestimmte Dinge ergeben oder was auf uns zukommt. Und dann haben wir hier nochmal die Grenzen. Und ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es das Thema Grenzen setzen angeht. Ich habe eher das Gefühl, dass du dich hier so ein bisschen schutzlos fühlen könntest. Und ja, und da ist es dann auch wichtig, hier so in deine Balance zu kommen, zu gucken, wie du dir selber auch den Raum geben kannst, hier so ein bisschen dich zurückzuziehen, gerade wenn du merkst, dass die Dinge vielleicht ein bisschen dich emotional überfordern. Es ist wichtig, dass du hier so eine Rückzugsmöglichkeit hast, wo es dir einfach gut geht, wo du dann dich auch so ein bisschen rausnehmen kannst und in deine Mitte findest. Und dann findest du auch hier besser wieder den Zugang zu deinem Vertrauen, zu deiner inneren Stimme und kannst da so ein bisschen dafür sorgen, dass du nicht zu sehr in deinem Kopf bist und dich zu sehr von der Angst leiten lässt oder von deinen Emotionen. Und hier haben wir auch den Frieden und da ist sie ja total in ihrer Mitte und ich glaube, darum geht es diese Woche. Also ich glaube, Vertrauen, Frieden, einfach so richtig in seiner Ruhe zu sein, das ist hier so definitiv das Thema, weil die Dinge gehen jetzt in eine neue Richtung. Es wird nicht so schnell gehen, wie du dir das vielleicht vorgestellt hast, aber die ersten Zeichen der Bewegung sind auf jeden Fall da. Und das kann halt dazu führen, dass du dich so ein bisschen, ja, so ein bisschen Panik bekommst oder irgendwie halt so ein unruhiges Gefühl hast. Und hier haben wir noch den Erfolg. Ich weiß, dass zu lieben das höchste aller Ziele ist. Und ja, es ist auch nochmal so eine Karte, so diese Balance, dieser Frieden und dieser Erfolg, dass du dich hier nicht stressen lassen musst, dass du hier nicht irgendwie in den Kampf gehst, sondern einfach im Vertrauen und im Frieden bist, dass alles sich jetzt so fügt, wie es sich für dich fügen soll. Ich glaube, das ist jetzt gerade so ein Moment, wo du die Kontrolle so ein bisschen loslassen kannst. Und hier ist die Karte der Veränderung, dass die Dinge sich einfach so hier mit dem Anker jetzt so fügen können, wie es für dich bestimmt ist quasi. Und dass du da ein bisschen die Kontrolle abgibst. Und das Glück ist auf deiner Seite und es ist ja nochmal eine schöne Bestätigung, dass es eigentlich gar keinen Grund gibt, hier vielleicht so ein bisschen sich zu viele Gedanken zu machen, ja, Dinge in Frage zu stellen oder irgendwie ja, sich zu sehr einen Kopf über irgendwas zu machen. Ich glaube, es könnte einfach passieren, aber ich sehe hier gleichzeitig auch absolut gar keinen Grund, dass du das machen solltest. Von daher ist es definitiv die Woche der, ja, Akzeptanz, Kontrolle loslassen. Nimm dir hier so einen Rückzug, wenn du merkst, dass dir irgendwas zu viel wird, dass du irgendwie überfordert bist oder dass dich irgendwie deine Emotionen so ein bisschen einholen. Dann zieh dich hier ein bisschen zurück, wo du dich wohlfühlst und dann, ja,
ist das ja eigentlich sehr positiv, aber wie gesagt, irgendwie emotional könntest du nochmal vielleicht getriggert werden. Und genau, hier die Karte hat ja auch nochmal gesagt, Ausdauer und Kurzlebigkeit. Und falls die Dinge nicht so schnell laufen, wie du dir es vorgestellt hast, oder vielleicht auch ein bisschen in eine andere Richtung, dann ist das jetzt alles so vorherbestimmt. Und da darfst du, wie gesagt, voll und ganz drauf vertrauen. Und wie ich gerade sage, Vertrauen. Also, und es ist auch nochmal spannend, siehst du ja auch in irgendwie so einer gläsernen Kuppel und hier auch. Und ja, vielleicht fühlst du dich diese Woche so ein bisschen schutzlos. Von daher guck, dass es dir gut geht, dass du dir da deinen Raum nimmst. Weil ich habe das Gefühl, das kommt alles nur aus dir, diese Unsicherheit oder diese Emotionen. Aber im Außen gibt es absolut gar keinen Grund dafür. Von daher, Frieden und Vertrauen ist alles da. Nimm dir deinen Rückzug und ja, hör auf dein Herz. Wenn du den Zugang dazu hast und dich von deinem Kopf nicht zu sehr ablenken lässt, wirst du wahrscheinlich auch spüren, dass alles gut so ist, wie es gerade ist. Und wenn es in bestimmten Bereichen Veränderungen gibt, die du vielleicht so auch nicht hast, ja, kommen sehen, darfst du hier definitiv im Vertrauen sein, weil, wie gesagt, das Glück ist auf deiner Seite, den Erfolg haben wir hier auch, die Veränderung haben wir auch. Wie gesagt, es kann sein, dass es irgendwie vielleicht anders läuft, als du dir das vorgestellt hast und das könnte dich irgendwie triggern, aber genau das ist jetzt genau richtig so und du darfst darauf vertrauen, dass jetzt alles seinen richtigen Weg nimmt. Okay, ich denke, ich wiederhole mich jetzt nur. Ich bin gespannt, was die Woche so bringt, wie sich das so äußert und wünsche dir noch einen schönen Sonntag und eine gute Woche. Mach's gut.